Also ich muss sagen, bis jetzt schlagen wir uns ein Süd-Benny. Ja, es geht so. Noch, jetzt fangen die Prüfungen an, jetzt müssen wir aufpassen. Mittwoch, 11.03 Uhr, 49,23 mm Niederschlag. Okay. Eine Werkstatt. Okay, was haben wir jetzt hier? So, vielleicht mal den Mann da unten ansprechen, der auf der Hebebühne liegt. Wir lassen die Hebebühne einfach fallen. Entschuldigen Sie. Hey. Oh, sorry, war beschäftigt. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Er ist Roy. Ich möchte mein Auto. Hey, Sie haben vielleicht eine Geduld. Das Auto ist seit 2 Jahren hier. Sind jeden Monat mal gefahren, haben Reifen und Batterie gecheckt, genau wie Sie es gesagt haben. Aha, wie hier, wir gesagt haben. Drittes Tiefgeschoss. Danke. Den Fahrstuhl finden Sie am Ende. Ah, einen schönen Tag noch. Wo finde ich jetzt den Fahrstuhl? Am Ende. Du findest es am Ende. Wahrscheinlich ganz da, wo Elevator steht. Vielleicht, vielleicht. Es besteht eine 36,7% Chance. So. Dritte Tiefgarage. Dritte tiefe Ebene. Dritte tiefe Ebene. Oh Gott. The Underground. Drittes Untergeschoss. So, und da steht jetzt ein Fahrzeug seit 2 Jahren und wartet auf uns. Aha. Aber wenigstens wird es ab und zu bewegt, ne? Weil ein Fahrzeug nur rumsteht, dann ist kacke. Autos stehen sich tot, ja, genau. So. Da hinten. So, der SUV? Nee, der dahinter. Ach. Mann, der scheiß Honda Civic. Ich würde ja den hier fahren, hier, den hier. Ja, sieht schon ein bisschen. Sieht schon geil aus, aber sieht doch echt fertig aus, das Ding, Alter. Ein bisschen ja, da muss man halt was machen. Genau. Aber ist schon ein schönes Auto. Das ist warum denn braun, Alter? Warum denn braun? Okay. So. Was haben wir denn da? Ist was im Handschuhfach? Nicht. Unter der Blende? Auch nichts. Die Blende kann ich nicht schauen. Jojo schreibt gerade, bist du braun, kriegst du Frauen. Was? Was? Du kriegst zum ersten Mal das Ding, Alter. Echt? Ja. Nee, den kenn ich schon. Ihr Ziel liegt 4 Meilen entfernt. Hinter dem Parkplatz die erste rechts abbiegen. Okay. Okay. Navi hat auch noch gesagt, wunderbar. Es läuft. Na dann. Hey Vater, grüß dich. So, dann machen wir noch Radio an. Nee, Gang einlegen. Ach nee, Handbremse ziehen. Jetzt Gang einlegen. Und gib ihm! Oh, mach doch Radio an, Benny. Aber er hat innenbelüftete hier Scheibenbremse, verstehst du? Ist halt braun. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Okay. Rechts halten und die erste Ausfahrt nehmen. Was passiert hier? Erst aufnehmen. Ja, wie du schon sagst, ein bisschen buggy, ne? Irgendwie. Mhm. Aber es geht, hält sich noch im Ganzen irgendwie. Also, fand ich es bei The Walking Dead ein bisschen schlimmer.
Das stimmt. So, okay, wo? Ach du, hier sollen wir hin? Das ist das Ziel? Warum? Sie haben den Zielort erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Haben Sie genug Mut, Ihren Sohn zu retten? Ach, gleich umprogrammierte Ding. Genau. Schön. Fahren Sie auf dem Highway 5 Meilen gegen die Fahrtrichtung. Wenn Sie in 5 Minuten das Ziel nicht erreicht haben, haben Sie versagt. Oha, okay, Benny. Na dann. Let's do it! Ich schaffe das. Ich tue alles, um meinen Sohn zu retten. Wir machen es für Schauen. Los! Aber es wirklich? Klar, wir schaffen es. Wir machen es. Wir tun es. Wenn ich es schaffe, habe ich mehr Buchstaben für das Rätsel. Meine einzige Spur. Es gibt kein Zurück. Buchstaben! Auf geht's! Wo ist Penny? Tu es! Wir leben nur für die nächsten 250 Meter. Ich muss es für tun. Die nächste Viertelmeile. Ich habe keine Wahl. Okay. So, dann lass uns mal einen Geisterfahrer machen. Das ist ja wunderbar. Kids, don't try this at home. Oder unsere Freeway. So. Na los! Hä, ich hab doch... Guto, Benny. Ich muss jetzt schön das Maus machen. Ich schaff das! Okay. Gut. Ei. Sehr schön, Benny. Jawohl. Ein bisschen hin und her wackeln. Wunderbar. Schön. Wir sind noch in der Spur. 4 Meilen noch. Nein, was stehst du, Punk, denn da jetzt und wechselst den Reifen? Schwimmst du? Nein. Komm schon. Ich hab... Warum macht der denn jetzt auf einmal Leertaste? Oh, da steht einer. Und noch einer! Und noch einer! Mann, was steht denn alle rum? Sonst siehst du immer nur... Scheiße! Sonst siehst du immer nur Baustellen auf der Autobahn. Jetzt steht da wirklich einer. Nein! So verliere ich immer meine Radkappe. Was war das denn jetzt für eine Taste, die ich drücken sollte? Ja, in 2 Meilen noch, Benny. Du schaffst das. Sind fast da. Speedlimit! Oh, Mausposten! Aus dem Weg, los! Sehr gut, oh nein, Cops. Okay. Ja, kein Problem für mich, wir machen Need for Speed Underground. In 1 Meile haben Sie Ihr Ziel erreicht. Ja, wir haben aber nicht ein Auto dafür. Oh, Scheiße! Wir rammen sie mal ein bisschen. Oh, komm, lass sie nicht verfallen. Die wollen uns aufhalten. Oh, shit. Ach nee. Oh, der Mischer. Oh Gott. Oh. Sehr gut. Oh, Scheiße. Die Polizeispanne ist sehr schnell da gewesen. Oha. Oh. Was ist denn das für eine scheiß Taste, die ich da drücken soll? L. Oh. Ja, was ist L? Fuck. Na, L? Okay, los, raus aus dem Auto, Mann. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Das ist makaber, Alter. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Display drücken. Bitte drücken Sie das Display. Ziel erreicht. Bitte drücken Sie das Display. Ich hab doch das Drücken. Ziel erreicht. Bitte drücken Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Ja, hey, da haben wir doch schon reingeschaut. Im GPS. Ja, was? Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel ist im GPS. Sehr gut. Ihre Belohnung ist im Handschuhfach. Der Schlüssel. Wenn du zu sehr rumrüdelst, Alter, kack dein Mikro ab. Sehr gut. Groß Benny. Hol uns die Buchstaben! Oh, ich bin auf dem Kopf auch noch. E. Space. Sehr gut. Oben. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Du hast die Speicherkarte. Greif in die Speicherkarte. Sehr gut. Jetzt nischt wie weg.
ist denn das für eine Scheiße? Genau das habe ich gerade gemacht. Genau das gleiche. Aber jetzt richtig. So, schnell raus. Los. Tritt die Scheibe ein. Jawohl. Oder die Tür einfach auflatschen. Sehr gut, Benny, sehr gut. Wir haben es fast geschafft. Jetzt lauf, lauf, lauf. Sehr gut. Und wir haben die ersten Buchstaben. Okay, Sean lebt noch. Sehr gut. Knappe Kiste, Benny. Gut gemacht. Ja, gerade so. Ja. Sehr gut. Hm. Na, das war ja was. Ja. Ein neuer Bonus wurde freischaltet. So, zur Entspannung sollten wir erstmal eine Dusche nehmen. Mittwoch, 15.15 Uhr. 50,95 mm. Wird eng. Leute, wird eng. Ah, Paige fährt natürlich Motorrad. Cool, wie sie ist. Und sie steckt im selben Motel wie wir ab. Okay. Dann gehen wir nochmal hier klingeln. Der tut mir wirklich leid, man kann echt nur auf den Arsch gucken, wenn die läuft, Alter. Also, das ist wirklich, das haben die Entwickler clever gemacht, die Schweine. Hallo, schöne Frau. Oh, ich möchte sofort kotzen. Was kann ich für Sie tun? Mein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. So, mein Name ist Frau Leck mich aus der Fick dich ins Knie Allee. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. So, da würden wir auf jeden Fall erstmal ganz schnell die Spiegel angucken. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Er hat aber den gleichen Blick drauf gehabt wie du wahrscheinlich, Stevie. Er hat auf jeden Fall. Spinnst also, du, sag mal, willst du mich jetzt in dieselbe Tüte wie den Triebtäter da stecken oder was? Nein, in die Richtung, wo er hingeschaut hat. Hallo! Hallo! Schätzchen! Das ist ja ekelhaft, Alter. Benny, bitte dich. Ich habe lediglich betont, dass ich den Hüftschwung sehr attraktiv finde. Und dass die Entwickler durchaus damit spielen, dass man da den Fokus drauf setzt. Und schon werde ich hier abgestempelt. Als Triebtäter. Ja, schönen Dank auch. Als wenn du da jetzt nicht gerade hingekickt hast. Hör auf, erzähl mir nicht, ey. Welche Zimmer hatten wir jetzt? 201? Keine Ahnung. Ich hab woanders hingekickt. Ethan! Wollen wir ihn wirklich ansprechen? Ja, komm, wir machen mal einen Schnack.
Hallo? Oh Mann, Kumpel, du siehst dich gut aus. Kommt sah aus wie der Schauspieler von Akte X. Ich rufe den Notarzt. David Duchovny? Nein, kein Notarzt. Ja. Ja, so ein bisschen Ähnlichkeit hat er, ja. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Ja. Wie wär's mit Laufen? Okay. So, 207, dann halt dich mal da drüben fest. Haben Sie den Schlüssel? Zum Glück haben wir die Kiste unter das Bett geduddelt. Mhm. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet. Die Wunde sieht schlimm aus. So, habt ihr das richtig gesehen? Hat gerade der Münzschlitz für das Massage, ihr Rät für das Bett gerade geleuchtet? Nee. Aber achso, das war wahrscheinlich auf der gleichen Position, um ihn abzusetzen. Erstmal so ein Quarter eingeworfen. So, lass ja erstmal ein bisschen massieren hier. So, was haben wir da? Paracetamol halt gelesen? Ja, ich nehme einfach mal das Ganze oben. Ich fang von oben nach unten an. Zweite von oben war seine Paracetamol. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Nimm alles mit. So. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur eins mitnehmen. Wie kann ich mir das genauer angucken? Jetzt hast du Paracetamol. Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Na ja, dann. Klingt dir die mal ein, Junge. Hier. Moni, gib dir schon mal was. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Ecstasy. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Ich bringe euch Liebe. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Und schon. Und die dritte. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. So, mal kicken, dass wir noch was zum Desinfizieren finden. Was war das? Nicofren 100 Antibiotikum bei Infektionen. Ja, noch nicht. Aber ist das nicht das da oben wirklich das Desinfektionsmittel gewesen? Kann schon sein. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Naja, dann ist es dit. Ah. So, schütter drauf, das Jod, das Jute. Ich desinfiziere Ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Naja, hat deine Schmerztabletten eingefüllt. Sorry. Alles klar? Sorry, ich muss das mit Druck machen. Ich muss das mit Druck machen. Entschuldigung. Ich werde vorsichtiger sein. Werde ich? Ich komme ein bisschen vorsichtiger. Aber nur leicht. Guck mal, wie zärtlich Benny sein kann. Ja, ganz vorsichtig. Zack, komm, aufschalten. So, ja, ist der gleich. Ich schaff danach, hebst den Luftballon. Sehr schön. Schwester Rabiata. Hören Sie. Da ist nicht so hart. Aber ich denke, ich schaffe das jetzt. Okay. Ich gehe dann. Tschüss. Ciao, ciao, Madison. Übrigens, ich bin Ethan. Madison. Na, grins, grins. Na gut. Ethan, geht's wieder gut? So, na denn, lass uns doch mal in den Karton gucken. So, die ersten vier Buchstaben haben wir. Beziehungsweise drei und eine Zahl. Mhm. So,
Nehmen wir uns jetzt Origami Nummer 2? Müssen wir nach der Reihenfolge gehen? Achso, okay, wir haben gar keine Auswahl. Ja. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Das alte Kraftwerk. Ja. Warum macht er das eigentlich nacheinander auf? Warum macht er nicht alle gleichzeitig auf? Also, was. Das, wo ist jetzt der Vorteil? Das ist der Verzögerungsgenießer. Achso. So, Jacke nehmen und los geht's. Aber diesmal lässt er auch die Kiste da liegen und die Tabletten und alles. Was ist da mit ihm los? Ja, sieht doof aus. Vor allem, er hätte den Klodeckel oben gelassen. Er ist ganz schlecht. Ja.